Ich darf überleiten zum ersten Beitrag. Führung in einer komplexen, globalen und unsteten Welt bringt für Führungskräfte die Herausforderung mit sich, trotzdem mittel- und langfristige Ziele zu definieren. Früher war das einfach. Also vor 20 Jahren hat man bei Daimler gesagt, okay, nächstes Jahr produzieren wir so viele C-Klassen, so viele E-Klassen, so viele S-Klassen. Alle in der Produktion haben gewusst, okay, da müssen wir 3% draufsetzen, dass die angeben können am Schluss vor den Aktionären und sagen, wir haben das Ziel übertroffen. Aber es war ziemlich klar, am 1. Januar wusste man, wie viel E-Klassen man bis Dezember produzieren musste. Heute ist das völlig andere Situation. ZG hat keine Ahnung, wie viel er in China nächstes Jahr absetzen wird, an welchen Modellen, wie das neue Werk läuft in China, ob es sich wirklich lohnt, eine C-Klasse-Produktion in Brasilien aufzubauen. Es sind wahnsinnig viele Fragezeichen. Trotzdem müssen Führungskräfte in der Lage sein, mittel- und langfristige Ziele zu definieren. Das ist eine ganz wesentliche Aufgabe von Führungskräften. Und dazu benötigen sie klare Vorstellungen von der Zukunft. Wo soll es denn mit unserem Unternehmen hingehen in Zukunft? Und man braucht Vorstellungen von möglichen Szenarien. Also nicht so ist die Zukunft, sondern natürlich kann alles Mögliche passieren, aber ich brauche 3, 4 wesentliche Szenarien, wo kann es denn hingehen, um meine Ziele und mein Unternehmen entsprechend auszurichten. Und solche Szenarien und Megatrends sind, die zu entwickeln, das ist das Feld der Zukunftsforschung. Und deswegen freue ich mich jetzt ganz besonders, Ihnen Herrn Dr. André Heinke vorstellen zu dürfen und ankündigen zu dürfen. Herr Heinke ist Direktor für Zukunftsforschung und Technologiestrategie bei der Robert Bosch GmbH. Er war zuvor in der Zukunftsforschung bei Daimler und davor im Planungsstab im Auswärtigen Amt und bei Sony in Tokio tätig. Und sein Thema heute: Megatrends in der Arbeitswelt. André, ich darf dich bitten. Sehr geehrter Herr Vorstandsvorsitzender, lieber Professor Werner Feix, sehr geehrte Mitglieder des Kuratoriums der Steinbeis-Stiftung, meine Damen und Herren, willkommen. Ich freue mich sehr, dass ich bei Ihnen sein darf. Eins kann ich Ihnen vorweg mitgeben, die Zukunft kenne ich natürlich auch nicht. Das steht bei mir nicht im Kleingedruckten, sondern das sage ich Ihnen ganz offen. Was ich Ihnen anbieten kann in den nächsten Minuten, sind ein paar plausible Sichtweisen, denn das ist etwas, was sozusagen niemand anderes vorgeben kann. Es gibt Megatrends, die bleiben gleich, die Arbeitswelt ändert sich. Also das so als Synapse des Vortrages. Die Megatrends hat Professor Feix ja durchaus skizziert in seinem Eingangsstatement. Demografie ist unter den Megatrends sicher noch der verlässlichste Megatrend. Man kann zumindest für die nächsten 15, 20 Jahre absehen, sind Kinder geboren heute, dann werden sie in 20 Jahren am Arbeitsleben teilnehmen, werden selber Familien gründen. Und wenn sie nicht geboren wurden, dann hat das natürlich auch Konsequenzen. Also das sind noch unter den Megatrends die verlässlichsten Angaben. Bei der Urbanisierung ein großer Megatrend, auch dort gibt es keine jähen Wendungen. Sie wissen selbst, dass der Urbanisierungsgrad weltübergreifend ansteigt, am dynamischsten unter anderem auch in Afrika, was im Übrigen auch mit der Demografie der größte Veränderungstreiber ist, denn in den nächsten Jahrzehnten wird die Bevölkerung in Afrika von 1 Milliarde auf 4 Milliarden ansteigen. Und dass alles miteinander vernetzt ist, das wissen Sie auch. Und es sind gerade diese Zusammenhänge und Wechselwirkungen, auf die wir in der Zukunftsforschung besonders schauen. Das sind also nicht Spezialisten, die jeder für sich arbeiten, sondern es ist immer im Dialog an den Schnittstellen, wo das Neue entsteht. Die anderen Megatrends sind schon sehr viel unbekannter bzw. offener in der Entwicklung. Globalisierung wird nicht verschwinden, aber Sie wissen selbst, dass es da
rechte Rückschläge gegeben hat seit der Finanzkrise von 2008, 2009. Viele Volkswirtschaften sind heute noch nicht auf dem Niveau wieder zurück. Und die Wahl von Donald Trump zum Präsidenten der Vereinigten Staaten, die französischen Präsidentschaftswahlen, die Ergebnisse unserer Bundestagswahlen, alle deuten hin, dass es sozusagen nicht nur logische Entwicklungen gibt, sondern auch durchaus irrationale Gefühle, auch sicher in der Abwehr bestimmter Entwicklungen, ob nun real existierend oder zumindest so empfunden. Das sind Dinge, mit denen wir auch rechnen müssen. Das hat keine Ursache und Wirkung, sondern das ist sozusagen ein ganzer Cocktail, der hier zusammenkommt. Klima, Energie, diese Sachen kennen Sie, das will ich Ihnen gar nicht hier nochmal ausbreiten, aber das ist etwas, das natürlich gewaltige Auswirkungen hat. Die Ausrichtung der Unternehmen auf Nachhaltigkeit, wie skizziert, das ist etwas, das hat sehr konkrete Folgen. Hier in Stuttgart kennen Sie alle die Diskussion um die Abgasthematik, um Feinstaub. Das sind Dinge, die natürlich auch technologische Auswirkungen haben auf die Angebote, auf Lösungen, die entsprechend aufgebracht werden müssen von der Industrie, aber auch von der Gesellschaft. Lassen Sie mich vielleicht einige Ausführungen machen zur Arbeitswelt, die in der Veränderung begriffen ist. Denn das ist etwas, was auch mit diesem heutigen Thema am direktesten zu tun hat. Und hier können wir zumindest zwei grobe Lager feststellen. Die einen sagen, neue Technologien hat es immer schon gegeben. Dampfkraft, Elektrizität, Digitalisierung. Berufszweige haben sich verändert, Berufsgruppen sind weggefallen, neue sind entstanden. Warum sollte es diesmal anders sein? Die andere Gruppe sagt, nein, diesmal wird es anders sein. Nun muss man immer skeptisch sein bei jemandem, der sagt, this time it's different. Aber was spricht dafür? Es sind Technologien, wie von Professor Feig skizziert, maschinelles Lernen, Sensorik, Robotik, Automatisierung generell. Das sind nun keine von sich losgelösten Technologien, sondern die wirken zusammen und die wirken mit einer Geschwindigkeit, die es sozusagen bei den vorangegangenen Technologiesprüngen so nicht gegeben hat. Das heißt, die Zeit für die Anpassung, die fehlt. Und wenn wir uns einzelne Vertreter dieser zweiten Gruppe angucken, nehmen wir etwa den Zukunftsforscher Ray Kurzweil, der spricht sogar von einem Kulminationspunkt, der in dem sogenannten Singularity-Moment gipfelt, der in den 30er Jahren eintreten soll, wo die durchschnittliche menschliche Intelligenz erreicht wird durch sogenannte künstliche Intelligenz. Und er sieht Anfang der 40er Jahre sogar einen Punkt, wo es keine Umkehr mehr gibt, wo die künstliche Intelligenz die beste menschliche Intelligenz übertreffen wird. Daher auch der Begriff Singularity. Nun kann man streiten über den Begriff künstliche Intelligenz. Einige sprechen eher von Augmented Intelligence. Aber es ist klar, es wird in den nächsten Jahren, 5 bis 10 Jahren, sehr viele Veränderungen geben, die die gesamte Arbeitswelt in Frage stellen werden. Und deswegen ist so ein Schritt wie den Steinbeiß-Kompetenztag als solchen erstmal abzuschaffen und durch ein neues Konzept zu ersetzen, durchaus etwas, was man sich auch in anderen Bereichen vorstellen kann, denn reagieren müssen wir. Ganz klar, Strukturen, die wir in Unternehmen vorfinden, sind oft 100, 150, 200 Jahre alt, sind mit der Industrialisierung entstanden. Ich schocke immer meine Vertreter aus der Personalabteilung damit, dass ich ihnen sage, die annehmen, dass es sie schon immer gegeben hat,
dass es sie eigentlich erst so seit knapp 100 Jahren gibt und dass sie in den Zeiten des Ersten Weltkrieges geschaffen wurden, als die Männer an der Front waren und sozusagen zusätzliche Arbeitspotenziale erschlossen werden mussten. Vorher haben das oft die Unternehmensführer selbst gemacht. Nun mussten Abteilungen geschaffen werden, die sozusagen auch recht schnell neue Arbeitskräfte schulen konnten. Und irgendwann hat sich die Entwicklung auch nach Ende des Weltkrieges verselbstständigt. Und wenn ich heute sage, das, was in Personalabteilungen geleistet wird, was ja oft repetitiv ist, was auch mit vielen Zahlen zu tun hat, das werden auch künftig Algorithmen beziehungsweise auch technische Hilfsmittel erledigen können. Und das führt uns auch zu einem Bereich, wo wir sagen müssen, was sind menschliche Stärken und was sind Stärken dieser erwähnten Technologien. Der Mensch ist eigentlich überall da schwächer, wo es um körperlich belastende Arbeiten geht, etwas, das mit vielem quantitativen Aufwand erledigt werden muss und was sich ständig wiederholt, wo auch eine sehr geringe Fehlertoleranz nur zugelassen ist. Menschen sind wiederum sehr viel stärker bei allem, was mit Kreativität zu tun hat, das Ausloten von Grenzbereichen, das Herstellen von Zusammenhängen, das Reagieren auf Unvorhergesehenes, das Improvisieren und nicht zuletzt die Empathie. Das, was uns hier zusammenbringt, was in der Kaffeepause, die nach meinem Vortrag folgt, entstehen wird, das sind ja Bindungen, menschliche Bindungen. Und die zu einer Technologie aufzubauen, zu einem PowerPoint, ja, oder zu einem Excel, das fällt sehr schwer. Also das sind Dinge, die sozusagen ja zeigen, dass wir analoge Wesen sind, dass wir etwas haben, das vielleicht auch, es ist ja kein Pauschales zu sehen, aber im Zusammenarbeiten mit Maschinen sozusagen komplementieren können. Und zwar ist das etwas, wo wir sagen, gegenwärtig gehen wir, zumindest in meinem Unternehmen, davon aus, dass Robotiksysteme darauf ausgerichtet sind, Seite an Seite mit dem Menschen zu funktionieren, zu arbeiten und nicht als Bedrohung wahrgenommen werden sollen, sondern durchaus als Ergänzung. Das geht in technologische Einzelheiten rein, dass Maschinen stoppen, wenn sie sozusagen in ein Gefahrenpotenzial kommen, was den Menschen betrifft, dass sie auch in der Tat lernfähig sind und dass sie den Menschen ergänzen. Aber ganz klar, Sie kennen alle die Studien, die von einem Drittel bis zu 70-80% in vielen Berufsgruppen gehen, wo Menschen im Extremfall ein Schicksal erleiden, dass sie in dem, was sie gelernt haben, in dem, worin sie gut sind, keine Zukunft haben. Und das betrifft vor allem die Generation der Kinder, der Studenten, die natürlich auch anders aufwachsen, die durch und durch Digital Natives sind. Und die werden in einer Gesellschaft kommen, wo der Ratschlag, mal eine Steuerausbildung zu machen oder Jura zu studieren oder BWL, so nicht mehr die Gültigkeit haben wird. Denn wenn etwa der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Bank sagt, mehr als die Hälfte meiner Mitarbeiter sind eigentlich überflüssig. Und wenn wir in die Finanzbranche sehen, dort 3/4 der Beschäftigten entweder durch maschinelle Systeme ersetzbar sind oder zumindest in einer sehr engen Zusammenarbeit mit diesen Systemen bereits heute arbeiten müssen, dann sind das Vorboten einer Zeit. Aber es geht in Bereiche rein, die sozusagen nicht klassisch als Blue-Collar oder White-Collar bezeichnet werden können. Nehmen wir allein die 5 Millionen Arbeitskräfte, die in den Vereinigten Staaten im Transportwesen tätig sind. Trucker, ja, automatisiertes Fahren, das sind standardisierte Abläufe, die wir ja aus der Luftfahrt gewohnt sind. Und wenn Sie
nachfragen, wie lang ein Pilot überhaupt noch ein Flugzeug steuert, dann sind das im Durchschnitt 3,5 bis 5 Minuten. Mehr ist das nicht. Ja, und es ist oft nur psychologisch bedingt, dass man sieht, aha, da sitzen also 2 vorne drin und man fühlt sich besser. Aber objektiv ist das nicht immer besser, denn natürlich verlernen auch manche Menschen bestimmte Fähigkeiten. Ich denke an mich selbst, wenn die Navigation plötzlich ausfällt. Ja, man verliert ja auch bestimmte Sinne. All das sind Berufsrichtungen, die durchaus anfällig sind, aber wenn wir wirklich in Rechtsanwaltskanzleien gehen oder Steuerberatungen, dann sind das Dinge, die durchaus auch in das Alltagsleben eingreifen können. Bei Unternehmen gibt es natürlich jetzt sehr hierarchische Organisationen und diese pyramidenartigen Gebilde, die müssen sich ändern. Bedrohungen wirken ja oft Wunder und Krisen haben durchaus auch ein kreatives Potenzial. Insofern kann man die Leute nicht nur verschrecken, sondern man muss dann natürlich auch Auswege zeigen. Es ist in einem großen Unternehmensverbund schwierig, alles gleichzeitig zu ändern. Man fängt am besten in bestimmten Unternehmensbereichen an und man schaut, wie kann man die Kultur ändern? Wie kann man auch der sozialen Verantwortung gerecht werden? Denn es sind natürlich sehr konkrete Zahlen, nehmen Sie allein 50.000 Arbeitsplätze, die in meinem Unternehmen vom Diesel abhängen. Da haben Sie eine Verantwortung für Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Ihre Familien und natürlich auch die ganzen Zulieferer. Da können Sie nicht sagen, da machen wir jetzt das Licht aus. Sie müssen Wege aufzeigen, wie Mobilitätslösungen entstehen können. Und allein die Technologie der Automatisierung könnte ja bedeuten, dass ein Auto nicht mehr 23 Stunden am Tag rumsteht, nur eine Stunde genutzt wird, wenn man zur Arbeit fährt und wenn man zurückfährt, sondern dass es in der Tat fast die ganze Zeit rumfährt, sehr effizient ist, sehr viel sicherer ist, mit sehr viel hochwertigerer Technik ausgerüstet ist, vielleicht nicht mehr von einem selbst besessen wird, sondern nur genutzt wird. Aber es heißt eben auch, dass die Zahl der Autos sinkt, zwischen einem Faktor zwischen 7 und 13 in urbanen Räumen. Und das Auto ist auch nicht mehr das Statussymbol, ja, mit dem ich sozusagen reüssieren kann. Das definiert sich heute oft über die Netzwerkkontakte, das definiert sich über das Ansehen, das man in der Arbeit genießt. Und das sind alles natürlich auch neue Werte, die gerade in dieser Generation der jungen Menschen, die oft in Amerika zumindest Generation 2020 genannt wird, sehr viel stärker greift als bei uns. Und diese Generation ist auch gewohnt, Dinge durchaus als hackable anzusehen. Nicht als gegeben und unveränderlich, sondern als veränderbar, wo man auch eine aktive Rolle einnehmen kann. Und das führt eigentlich auch zu einem Konzept des Leadership, das nicht mehr zählt, was man irgendwann vor 20, 30 Jahren mal gelebt hat, gelernt hat, vielleicht auch sich attestieren hat lassen, sondern es zählt stärker und stärker das, was man gerade gemacht hat. Die letzten 3 Aufgaben. Und es zählt die Reputation, die man damit erworben hat. Und zwar eine unabhängige Reputation, so wie Sie, wenn Sie Uber nutzen, wenn Sie MyTaxi nutzen oder Amazon, ja, dann bewerten Sie Ihre Transaktion. Und natürlich, auch da gibt es eine gewisse Great Inflation, aber wenn Sie Hotels buchen, gucken Sie natürlich auch, ja, wie ist das Hotel bewertet worden. Und so wird in Zukunft stärker und stärker auch bewertet werden, wie Sie
von anderen bewertet werden. Und da spielt keine Rolle, was sie sozusagen vor 5 Jahren für Heldentaten vollbracht haben, sondern es wird sehr zeitnah bewertet werden. Und was das Neue ist an der Arbeit der Zukunft und auch an den entsprechenden Führungsmodellen, dass die Arbeit selbst sich immer stärker in kleinere Schritte zerlegen lässt. Ein sogenannter digitaler Taylorismus, wenn man so will. Das heißt, die klassischen Aufgaben der Manager müssen sich ändern. Denn, ich vereinfache das, ein Manager gibt ein Ziel aus, sucht die entsprechenden Personen aus, die diese einzelnen Schritte besonders gut erledigen können, und am Ende führt er das Ergebnis wieder zusammen. Das können heute Algorithmen sehr viel besser und auch sehr viel grenzüberschreitender. Auch da ist die Finanzindustrie oft führend, denn angewiesen auf Börsenöffnungszeiten, auf bestimmte Arbeitszeiten von Teams in Hongkong, in Singapur, in Shanghai, San Francisco, New York, Frankfurt, London, wird die Arbeit in kleinere Schritte zerlegt, markiert, wo man aufgehört hat, und quasi weitergegeben, so als Art Staffettenstab. Also heißt das, ein klassischer Manager muss sich da auch eine neue Rolle suchen, will er nicht als Frühstücksdirektor enden. Hierarchien ändern sich, denn es geht sehr viel stärker nach Kompetenzen. Und die Akzeptanz ihrer Mitarbeiter geht auch danach, was sie als Führungskraft überhaupt an Überzeugung bringen, dass die Leute sich nach dem richten, was sie sagen. Es heißt auch, sie haben nicht immer recht. Für Führungskräfte ist das nicht einfach. Aber sie müssen sozusagen offen sein für Kritik. Wenn sie nicht offen sind, und da kommen demokratische Elemente durchaus rein, könnten sie sozusagen nicht abgewählt werden, aber doch zumindest ausgehöhlt und irgendwann obsolet. Und das sind Dinge, die lernen wir, wenn wir uns bestimmte Führungsmodelle ansehen, oft von unkonventionellen Organisationen. Als ich in Israel war, habe ich mich dort im Militär umgetan, und Sie wissen, die Verbindung zwischen Hightech-Industrie und Militär ist dort eine sehr enge. Sehr früh werden da Talente entdeckt, gerade auch nach Fähigkeiten, Dinge in Frage zu stellen, Dinge verändern zu wollen, unkonventionelle Wege zu gehen. Und dann kommen Sie in eine Eliteeinheit, wo Ziele ausgegeben werden. Aber wie Sie zu den Zielen gelangen, ist Ihnen freigestellt. Das heißt, nicht alles ist erlaubt. Natürlich gibt es da auch Grenzen, aber diese Grenzen werden sozusagen im Team ausgelotet, und sie werden belohnt, wenn sie Risiken eingehen. Denn wo kommt Innovation her am Ende des Tages? Sie müssen bereit sein zu scheitern. Und das ist auch eine Erfahrung, die ich im Silicon Valley immer mache. Die Menschen erzählen ihnen, wie oft sie gescheitert sind im Rahmen einer Vorstellung. So viele Deutsche habe ich nicht getroffen, die sagen, also hier und da lag ich völlig daneben und da haben sie mich rausgeschmissen und da habe ich so bankrott angemeldet. Dort ist das ein Ausweis, dass man sozusagen mit Anfang, Mitte 20 dreimal schon in einer Firma war, die es nicht mehr gibt. Dieses Aufstehen, Weiterlaufen, das ist natürlich auch etwas pragmatisch Amerikanisches, das im Verein mit Startkapital, mit einer durchaus urbanisierten, durchlässigen Gesellschaft, mit der Fähigkeit verbunden ist, auch Sendungsbewusstsein gehört dazu, Anspruch, moralisch richtig zu liegen, weltweit als führende Region wahrgenommen zu werden. Und das führt uns zu der Frage Asien und China. Werner Feix hat es erwähnt, zunehmend verkaufen sich ja die gut ausgerüsteten E-Klassen, also da, wo es interessant wird für Daimler, BMW und Audi und VW selbstredend auch, vor allem in China. Das heißt, wenn diese Wasserscheide, die wir im Kopf haben, als KUKA verkauft wurde an Chinesen,
als das sozusagen in Berlin für ein gewisses Aufwachen gesorgt hat, dann verbirgt das oft genug die Tatsache, dass viele Unternehmen in ihrem Kern schon sehr lange chinesisch sind, in ihrer Abhängigkeit von diesem riesigen Markt. Und die Frage ist ungelöst, wie stark findet Innovation dort statt, wo der größte Markt ist? Wird es weiterhin klappen, dass man den chinesischen Partnern eine zweitbeste oder drittbeste Lösung gibt? Nein, natürlich nicht. Sie müssen innovieren dort und sie müssen sozusagen auch wissen, wo Wissen abfließt und wie Wissen abfließt und was kopiert wird und was nicht kopiert wird. Aber eine Arroganz zu sagen, wir sind die Innovativen und die sind sozusagen die, die unser Zeug kaufen sollen, die ist völlig unangebracht. Schauen Sie nur auf diese WeChat-Geschichte. Wenn wir 20 verschiedene Apps haben auf unseren Smartphones, das es ja übrigens auch erst seit 10 Jahren gibt, dann haben die Chinesen das sozusagen alles integriert. Ja, und ein Jahr kann man da durchaus völlig ohne Bargeld auskommen. Und in vielen anderen Bereichen setzen die chinesischen Freunde ja nicht auf den Verbrenner, den sie neu entwickeln wollen, sondern sie setzen auf Automatisierung, auf Energiespeicher, auf künstliche Intelligenz, auf Rechenprozessoren. Und es ist der Einsatz, Werner Feix hat das am Beispiel der Akademie der Wissenschaften geschildert, der oft mit massiven Mitteln verbunden ist. Nun will ich nicht derjenige sein, der sagt, alles ist gut in China und es gibt da keine Risiken. Das wäre auch Blödsinn. Natürlich gibt es da Risiken und es ist völlig unklar, wie innovativ, nachhaltig innovativ das System dort sein kann. Denn auch dort ist natürlich sehr vieles hierarchisch von oben herab dekretiert. Aber wenn man genau hinsieht, sind ja die erfolgreichsten chinesischen Unternehmen die, wo der Staat eben keine Rolle spielt oder keine große Rolle. Tencent, Baidu und wie sie alle heißen. Und es ist ganz unbeantwortet, ob ein massiver Mitteleinsatz zu nachhaltig neuen Entwicklungen führt. Denn Sie können den besten Professor mit viel Geld ausrüsten, in ein super neues Gebäude stecken. Wenn das Umfeld fehlt, ein kritisches Hinterfragen, ein schöpferisches Suchen, eine Fehlertoleranz, dann wird auch die Innovation nicht nachhaltig sein. Also da sehe ich sozusagen die interessanteste Frage darin, wie können wir als Europäer, als Deutsche für China, für die Vereinigten Staaten interessant bleiben und wie können wir zusammen Wege suchen, wo ähnlich wie das vorhin skizziert wurde, mit menschlicher, mit künstlicher Intelligenz, mit Maschinen, vielleicht auch in einer symbiotischen Beziehung, die Vorteile für beide Seiten da sind und wo wir eben nicht naiv uns in eine Abhängigkeit begeben, die sozusagen darin mündet, dass es eine Truthahnfalle gibt. 30 Tage lang bekommt man erzählt, dass man der Größte und Schönste ist. Man bekommt die besten Sachen zu essen bis zum 30. Tag. Und dann landet man sozusagen auf dem Tisch. Also das darf auch nicht passieren. Und hier sehe ich eine besondere europäische, auch eine deutsche Rolle, wo man sagt, aus der Vielfalt, aus der Widersprüchlichkeit Europas entsteht das Neue. Und wir akzeptieren nicht unwiderruflich Lösungen aus dem Silicon Valley, die ja durchaus auch monopolistische Züge haben. Man könnte auch sagen oligarchische Züge, sondern wir setzen auf Lösungen, die wir verbinden mit den Grundwerten, den europäischen und auch mit dem, was an Errungenschaften da ist, sowohl vom Sozialstaat, von der Arbeiterbewegung. Das sind alles Sachen, die kann man nicht leichtfertig aushöhlen, sondern das ist etwas, wo wir in der Pflicht sind, auch mit unseren Institutionen der Welt etwas zurückzugeben. Und das führt zu der Kernfrage, wo das Neue entsteht. Und das Neue entsteht in den Bruchzonen, entsteht da, wo
Traditionelles auf Neues trifft, speist sich auch aus Einwanderung. Man darf nicht vergessen, dass Baden-Württemberg ja erst zu der innovativen Region geworden ist durch Einwanderung und durch das Nutzen der wenigen Ressourcen, die hier im Land vorhanden waren, möglichst gut. Das sind Traditionen, die man gern vorschreiben will. Und ich will Sie natürlich auch nicht von der Kaffeepause abhalten. Wir haben ja gleich eine Diskussionsrunde, wo wir dann auch einzelne Fragen aufgreifen können. Ich kann Ihnen nur raten, auf keinen Fall den Kopf in den Sand zu stecken. Glauben Sie auch nicht Menschen, die A, sagen, sie kennen die Zukunft und B, sie haben einfache Antworten auf komplexe Fragen. Also das sind Bauernfänger, wo man eben auch skeptisch sein muss. Und diese Skepsis in ein Führungsprinzip zu integrieren, das ist sozusagen eine Kernfrage, die hat mit Klugheit zu tun, die hat mit Skepsis zu tun und die hat mit Vertrauen zu tun. Die besten Führungskräfte sind eigentlich die, in die man Vertrauen hat. So eine Art Lotsenfunktion in diesen ungewissen Tagen, die stattfinden, wo es keine Antworten gibt und wo sie sozusagen sich als Team finden müssen. Und die besten Führungskräfte sind auch die, die in ihnen nicht Furcht hervorrufen und das Gefühl, sich anpassen zu müssen, sondern die in ihnen etwas Kreatives freilegen, die in ihnen Talente anregen, die sie vielleicht selbst nicht kennen, die ihnen Chancen geben, die ihnen Hoffnung machen, Optimismus. Vielen Dank. Wenn Fragen aus dem Auditorium da sind, gerne. Jetzt haben Sie immer über Bosch, über Daimler und gesprochen. Die Frage ist ja, wie kann ein mittelständisches Unternehmen mit diesen Themen, die jetzt Sie genannt haben und vorgestellt haben, umgehen? Sie haben von Strukturen gesprochen, die vor 100 Jahren entstanden sind. Und ähnlich lange gibt es auch die mittelständischen Unternehmen. Diese Strukturen zu verändern, was bedeutet das? Und wie kann ein Unternehmen dem begegnen, was Sie uns vorgestellt haben? Sie haben völlig recht, das ist eine gewisse, wie soll ich sagen, Tendenz, dass man dann natürlich nur in diesen Großunternehmen denkt, die ja völlig untypisch sind für Deutschland. Das Rückgrat der deutschen Wirtschaft sind die mittelständischen Unternehmen. Und ich bin immer wieder erstaunt, wenn ich in irgendeinem Flieger sitze über Zürich, Frankfurt, München und man kommt ins Gespräch, Weltmarktführer in einem Bereich, von dem ich vorher nie was gehört hatte, aber das ist eine Nische, wo einem niemand was vormacht. Und das ist natürlich auch eine Fähigkeit, die den Mittelstand insbesondere ausmacht, der Resilienz, dass sie eine Fehlertoleranz haben, die aus Krisen sie gefestigt hervorgehen lässt. Und diese Resilienzfähigkeit, das ist etwas ganz Entscheidendes. Und von dieser Resilienzfähigkeit der mittelständischen Unternehmen können die großen Unternehmen sehr viel lernen. Und ich glaube, zumindest kann ich für mein Unternehmen sprechen, wir versuchen in diesen verschiedenen Unternehmensbereichen durchaus auch eine Mentalität zu schaffen, die eher einer mittelständischen Mentalität entspricht, wo man sich kennt, wo man ein anderes Verantwortungsgefühl auch hat gegenüber seinen Kollegen für sein Produkt. Das heißt auch, dass man andere Strukturen schaffen muss, der Entlohnung, auch der Entscheidungsfindung, die sehr viel weniger bürokratisch ist. Das Wort Zentralanweisung, das ist also etwas Schreckliches. Und es ist erst ein paar Jahre her, da ist ein Schild entfernt worden in Gerlingen bei der Zentrale. Da war von der Zentralverwaltung die Rede. Ich hätte es vorher noch fotografieren sollen. Ich habe es immer kritisiert und plötzlich war es weg. Aber es ist nicht nur das Schild, sondern es ist ja die Mentalität in den Köpfen. Und das heißt auch,
man muss vom Mittelstand lernen, kein Mikromanagement zu betreiben, sondern Menschen einzustellen, die eine Verantwortung dem Unternehmen gegenüber empfinden und die sozusagen sich auch finden in ihren Gruppen, in wechselnden Konstellationen. Also das ist etwas, wo oft genug dieses nach außen kehrende, dieses in Exportmärkten sich auskennende im Mittelstand sehr viel stärker verankert ist, weil man den Kunden kennt und gesehen hat, als in Großunternehmen, wo man die Verantwortung schnell mal vor der Tür abgibt. Guten Tag, mein Name ist Zhu Shengyang und ich komme aus China und arbeite jetzt bei einer Firma in Heilbronn. Und meine Frage ist dann, sind Sie der Future Research and Technology und Strategy bei Bosch, das ist ein riesiger Konzern. Wie ist Ihre Meinung und von E-Mobilität beziehungsweise auch mit China-Markt, weil wir wissen, die chinesische Regierung und auch viele chinesische Automobilhersteller und sie geben Vorgas von E-Mobilität. Wie ist Ihre Meinung? Oder beziehungsweise auch von Bosch Beispiel dann? Danke. Also Sie haben völlig recht. Unsere Vision für die zukünftige Mobilität ist A, elektrisch, B, automatisiert und C, vernetzt. Und das sind die Punkte, die Eckpunkte, wo auch eine gewaltige Umorientierung der deutschen Mobilitätswirtschaft stattfindet. Es ist ja 1 Million oder 1 Million Arbeitskräfte arbeiten sowohl bei den großen Unternehmen als auch bei den mittleren Unternehmen, bei den Zulieferern. Und wenn Sie sozusagen die Halo betrachten, dann ist das etwas, was auch über das Schicksal der deutschen Wirtschaft entscheidet. Und diese Bedrohung, die von neuen Wettbewerbern ausgeht, ob das BYD ist, ob das Tesla ist, die ist immens. Nun war ich gerade gestern mit den Kollegen in so einem vorweihnachtlichen Essen im Porsche-Museum und da sehen Sie, das erste Automobil, der Porsche Lohner, war ein Elektrofahrzeug. Und der Radnabenantrieb und so, das sind schon Konzepte, die nicht jetzt irgendwo erst heute entwickelt werden müssen, sondern die da sind. Und das gibt mir dann wieder Mut, dass man sagt, Wettbewerb macht uns stärker. Und gerade letzte Woche habe ich mit einem Mitglied aus dem Sachverständigenrat der Bundesregierung gesprochen, wo es ja auch Streit gibt. Ja? Sollen wir künftige Unternehmensübernahmen verhindern, dass Geely Volvo gekauft hat, werden sie sozusagen nächstes Jahr Daimler kaufen. HNA hat ja einen Anteil von 9,9% an der Deutschen Bank, hat Swissport gekauft, Putzmeister, also ich will gar nicht mehr Namen nennen. Das sind natürlich Gedanken, wo man sagt, was sind die Pros und was sind die Cons? Und wie viel Freiheit hat Volvo jetzt und welchen Zugang hat Volvo jetzt auf dem chinesischen Markt, wo es drauf ankommt? Und mit welchen Partnern entwickle ich die Energiespeicher der Zukunft? Wenn der Motor das Herzstück eines Porsche ist, eines BMW, eines Daimler, wo bleibt dieses Herz künftig? Ist dieses Herz in einer austauschbaren Batterie? Ist dieses Herz in der Leistungselektronik? Wo ist dieses Herz? Ja? Gibt es das Herz überhaupt noch? Also das sind Sachen, die man meiner Meinung nach nur gemeinsam entwickeln kann, dort, wo die Kunden sind. Und das lerne ich immer, wenn ich nach China komme, frage ich immer unsere einzelnen Geschäftseinheiten, welche Aufträge hast du, mit wem arbeitest du zusammen, wo hast du was verloren? Und da kann man sehr schnell die Zukunftsfähigkeit der einzelnen Einheiten beurteilen. Und ich lerne von unseren chinesischen Partnern, dass sie sehr viel schneller reagieren auf Kundenanforderungen, dass sie eben nicht alles bis zum Letzten ausformuliert haben müssen, dass sie nicht irgendwelche Funktionen einbauen, die vom Kunden gar nicht gefordert sind, sondern dass sie lernen, während sie es austesten. Also auch dieser neue Pragmatismus, durchaus auch mit amerikanischen Anklängen, das ist etwas,
wo wir uns sehr viel stärker miteinander bewegen müssen. Und letzter Punkt, die Führungskräfte von uns in China und von den 400.000 Mitarbeitern, die Bosch hat, sind nur noch 130.000 in Deutschland. China ist bereits unser zweitgrößter Markt, noch vor den Vereinigten Staaten. Wenn ich mir unsere Führungskräfte angucke, die in China Verantwortung übernehmen, dann übernehmen die durchschnittlich 10 Jahre früher eine Werksleitung als in Deutschland. Auch unsere deutschen Mitarbeiter, die entsandt wurden, die in China sozusagen auf den Geschmack gekommen sind, was sich da alles verändern lässt, die wollen gar nicht mehr zurück. Das sind schon Sachen, wo man sieht, die Realität erweist sozusagen die Führungsqualitäten von morgen. Und auf diese Leute muss man auch bauen.